Ja, lieber Tobias, wir sitzen hier, um über dein neues Buch zu sprechen. Ich bin mal gespannt, was du mir so zu erzählen hast. Dein neues Buch heißt Roots. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Also was genau hat es mit Roots, also mit Wurzeln, zu tun? Also die Wurzeln auch als Menschen ja wichtig, also meine Identität kommt ja daher, wo komme ich her, wer bin ich. Diese Wurzeln sind auch im Glauben meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Also was sind die Wurzeln des gesunden, meiner Meinung nach, aber auch aufblühenden christlichen Glaubens. Aha, okay. Und hast du dich damit jetzt so intensiv beschäftigt, mit deinen Wurzeln familiär oder eben glaubensmäßig? Oder wie kamst du jetzt auf die Idee, genau jetzt dieses Buch zu schreiben? Also bei mir war es so, dass ich viele Fragen hatte. Also ich hatte viele Fragen, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, aber auch wenn ich Predigten gehört habe. Zum Beispiel, wie geht man mit dem Alten Testament um? Wie geht man mit dem Neuen Testament um? Haben die was miteinander zu tun? Und mir kam es oft so vor, dass viele Christen das ein bisschen so beantworten, als es gibt so den Gott des Alten Testaments. Den Neuen Testament, dem Alten Testament, der ist so ein bisschen böse, ein bisschen schwierige Persönlichkeit, ein bisschen aufbrausend, ja. Und dann der Gott des Neuen Testaments wirkt dann oft in Predigten so als der nette, sympathische Gott von nebenan, war es jetzt übertrieben gesagt. Aber ist es also, nicht so? Ja, also wenn man das genauer anguckt, merkt man, dass das natürlich eine Einstellung ist, die sehr auf unsere Art, die Bibel zu lesen, aufgebaut ist. Und wir lesen sie als, sagen wir mal, europäische Christen eben ohne ein jüdisches Verständnis. Und die Bibel hat ausschließlich jüdische Autoren. Es ist ein jüdisches Buch. Jesus war ein jüdischer Rabbi. Die Beispiele erzählt, kommen aus jüdischem Kontext. Und wir lesen sie jetzt erstmal auf einem Auge oder auf einem Ohr, das jetzt durch unsere Kultur natürlich stark geprägt ist. Und das ist natürlich oft das Problem, warum wir ans Leben kommen. Aber Moment mal, das Neue Testament ist doch nicht von Juden geschrieben, oder? Doch. Waren die nicht, also Paulus, Petrus, das waren doch Christen. Ja genau, das ist ja so die Vorstellung, dass das alles Christen waren. Aber fangen wir mal an mit der ersten Kirche, die gegründet wurde, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Das waren alles sogenannte Judenchristen, also Menschen, die aus dem jüdischen Hintergrund diesen Jesus kennengelernt haben, sich als Christen bezeichnet haben. Und die erste Kirche zum Beispiel, die einzigen biblischen Texte, die sie hatten, war das Alte Testament. Jesus zitiert die Bibel öfters mal, er sagt, es steht geschrieben, er kann nur das Alte Testament zitieren, weil das Neue Testament wurde erst viele Jahrzehnte später geschrieben. Das heißt, auch die ersten Predigten, die erste Kirche, alles war nur aufs Alte Testament aufgebaut. Es ist nicht so, dass Jesus eine andere Message hatte, sondern sie haben mit diesem Alten Testament, wo wir oft so Schwierigkeiten haben, die Botschaft von Liebe, von einem Gott, der bei uns ist, von einem barmherzigen Gnadengott kommuniziert, wo man vielleicht erstmal denkt, naja, wie geht das denn? Du hast gerade gesagt, was das mit Jesus zu tun hat. Ich würde gerne einfach ein bisschen mehr darüber erfahren. Kannst du vielleicht einfach zwei, drei Sätze dazu sagen? Also es ist ja so, ich nenne das immer die 3D-Jesus-Brille. Das heißt, wenn man sagt, Jesus war schon immer geplant, es ist ein jüdisches Verständnis, ist es so, dass eigentlich alles in der Bibel auf diesen Plan von Gott hinweist. Zum Beispiel Abraham geht auf einen Berg hoch. Dieser Berg ist der Berg Moria, interessanterweise das Bergmassiv, auf den Jesus tausende Jahre später exakt an diesem Ort gekreuzigt wird. Das heißt, es ist der gleiche Ort, kein Zufall meiner Meinung nach. Dann muss sein Sohn Holz tragen auf diesen Berg hoch. Tausende Jahre später wird Jesus ein Holz, nämlich das Kreuz, tragen. Abraham ist der Vater, sein Sohn soll geopfert werden. In diesem Setting, wo er hochgeht, machen sie einen Dreitagesmarsch. Für 3 Tage ist der Sohn für den Vater gefühlt tot, weil er geht ja diesen Berg hoch. Jesus war 3 Tage tot. Und so kann man jetzt immer weiter reinsteigen, bis zu dem Punkt, dass es im zweiten Teil der Bibel heißt, dass Gott Abraham gezeigt hat, dass Jesus kommen wird, dass er am Kreuz sterben wird und was das bedeutet und dass Abraham sich bereits gefreut hat, 1000 Jahre vorher prophetisch. Und deswegen glaube ich, dass im Endeffekt in dieser Situation atemberaubende Dinge passiert sind, die wir erstmal gar nicht verstehen, nämlich dass Abraham in dem Moment, wo er seinen Sohn eigentlich denkt, dass er stirbt, so tief Gottes Herz gespürt hat, weil Gott gibt ihm dann ein stellvertretendes Opfer, auch das im Buch dann erklärt, warum das wieder auf Jesus hinweist. Also sehr faszinierende Zusammenhänge eben, wo man dann merkt, dass Gott von Anfang an nicht den Plan hatte, dass der Sohn geopfert wird, sondern sein Sohn für uns stirbt. Und diese 3D-Jesus-Brille, die in dem Buch auch noch genauer erklärt wird, die kann ich jetzt auf alle Stellen im Alten Testament anwenden. Also von den Festen, die gefeiert wurden, über Geschichten, die ich lese. Und auf einmal wird dieses Buch viel faszinierender. Ich lerne viel mehr über den Charakter, das Wesen Gottes, aber auch über Facetten, die vielleicht so im zweiten Teil der Bibel gar nicht mehr aufgezählt werden.